zum nächsten Star am Fastfood-Himmel, dem Hotdog. Und auch hier schauen wir uns drei ungewöhnliche Kreationen an. Wir beginnen mit Platz 3 in der Schweiz. Nicht sehr erstaunlich, dass es dort den teuersten Hotdog gibt. Auf einem Markt in Zürich findet Jumbo die Luxusvariante des Würstchens im Brötchen. Was macht die so teuer? Ich hab's gefunden. Luxus. 250 Tacken für einen Hotdog. Modell Luxus für 250 Franken. Umgerechnet 240 Euro. Was ist denn bitte in einem 250 Franken teuren Hotdog drin? 240 Franken in bar. Ja, das ist richtig. Das ist der teuerste Hotdog der Welt. Das Brötchen muss ja aus Gold sein. Nein, Quatsch. Das ist viel besser. Das sind viele geheime, hausgemachte Zutaten drin. Erfinder Robin will Jumbo beweisen, dass sein Hotdog diesen irrsinnigen Preis wert ist, indem er uns zeigt, was drin steckt. Servus Marc, wie sagt man in der Schweiz? Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Marc ist der Chefpatissier einer Zürcher Edelkonditorei. Eigentlich entstehen in dieser Küche nur sündteure Süßwaren und das wahrscheinlich teuerste Brötchen der Welt. Da merkt man schon ein bisschen die Schweizer Dekadenz. Bei uns im Papierbeutel hier in der Schweiz im silbernen Pokal. Schmalz, Butter, Mehl, Milch, Zucker, Salz. Und ein paar Brocken Hefe kommen in den Teig. Noch ist keine Spur von Luxus zu erkennen. Was machen wir jetzt mit der Suppe? Mit der Suppe, jetzt fängst du mal an zu kneten. Das überlasse ich, glaub dir. Du hast mehr Power als ich. Das nennt man Outsourcing. Das Teigkneten übernimmt bei gewöhnlichen Backwaren die Maschine. Doch beim Luxusbrötchen ist natürlich alles Handarbeit. Auf die perfekte Konsistenz kommt es an. Dann erfahren wir das erste Luxusgeheimnis des 240-Euro-Hotdogs. Es kommt aus dieser Dose. Duftet sehr gut. Kostet auch ein bisschen Geld. Was kostet so ein kleines Töpfchen? So ein kleines Töpfchen kostet 400 Euro. Die Gewürzversion von Gold heißt Safran und ist ähnlich teuer. 10.000 Euro das Kilo. 3 Gramm der kostbaren roten Fäden stecken in jedem Hotdogbrötchen. Deswegen kostet das alleine 40 Euro. Der erste Schritt zum teuersten Hotdog der Welt. Und jetzt ab zum Robin. Tschüss. Tschüss. Denn jetzt kommen Wurst und Soße drauf. Mein Auftrag ist erledigt. Luxusbrötchen sind an Bord. Danke dir. Komm gleich mit, ich zeige dir, wie es läuft. Ja. Mitarbeiterin Karin bereitet gerade Champagnerschaum vor, die Krönung für den Luxus-Hotdog. Damit der Schaum nicht in sich zusammenfällt, gibt Karin Sojalecithin zum Shampoos. Das stabilisiert die Masse. Dann kommt eine Pumpe zum Einsatz, die so ähnlich funktioniert wie die, die normalerweise Aquarien mit Sauerstoff versorgen. Das Ganze muss jetzt erstmal eine Weile in die Kühlung. Jawohl! In der Zwischenzeit kommen die Würstchen in die Pfanne. Sie bestehen aus dem Filet des japanischen Kobe-Rinds, dem teuersten Fleisch der Welt. Warenwert pro Wurst 80 Euro. Die Hitze kommt von oben. Irgendwie sieht's aus, als würden die hier Silvester schon vorverlegen. Das zischt und dampft ein bisschen. Richtig, das ist hier Präzision. Ich habe die Flamme bei ca. 280 Grad jetzt. Jetzt wird aus den unterschiedlichsten Luxuszutaten ein Hotdog. Die 80-Euro-Wurst ist fertig und kommt in das 40-Euro-Brötchen. On top französischer Senf. So, was brauchst du als nächstes? Als nächstes brauchen wir unser Spezialketchup mit Feigen. Dazu Remoulade und schließlich Schweizer Schokoladenkrümel. Mit eingelegten Zwiebeln und dem Champagnerschaum wird die Komposition perfekt. So, der Schaum ist drauf und fällt auch nicht zusammen. Richtig, ja. Und jetzt kommt die Krönung. Weißer Trüffel aus? Aus Alba. Der, na klar, mit Abstand teuerste und edelste Trüffel der Welt. Eine Knolle kostet rund 700 Euro. Wenn man den Wert aller Komponenten zusammenzählt, kommt man tatsächlich auf einen horrenden Einkaufspreis von über 150 Euro. Was die Zutaten angeht, ist der Luxus-Hotdog sein Geld also schon mal wert. Und jetzt wird er standesgemäß am Tisch serviert.
ziemlich viel Shishi für einen Hotdog. Schmeckt man das auch? Es sind wirklich an jeder Ecke Geschmacksexplosionen. Die Schokolade mit dem Trüffel, mit dem Champagnerschaum, den hausgemachten Soßen und dem guten Brötchen. Wenn du drauf beißt, man weiß gar nicht, auf was man sich eigentlich konzentrieren sollte. Normale Zutaten einfach nur mit teureren ersetzen, das ist uns nicht außergewöhnlich genug. Wir wollen es richtig crazy. Der schwarze Hotdog, Platz 2. Ein Szene-Lokal in Berlin setzt bereits auf den Hotdog-Trend aus Amerika. Das besucht Foodblogger Christian. Er hat die allerneuesten Trends für Inhaber Max im Gepäck. Die beiden probieren eine der vielen ungewöhnlichen Kreationen aus dem Netz. Wir machen jetzt ein Lachswürstchen. Total crazy. Den Fischdog gibt's mit folgenden Zutaten: Lachs, Mehl, Tintenfischtinte, Dill und Ananas. Und das Ganze sieht noch cooler aus im schwarzen Brötchen. Also das ist jetzt im Grunde die Tinte vom Tintenfisch, ja, also vom Sepia. Ja, vor allem in südlichen Ländern wird das Ganze sehr oft benutzt. Die große Herausforderung: aus Lachs mach Hotdog-Würstchen. Deckel drauf. Das wird der Inhalt der Wurst. Wie bei einer herkömmlichen spritzen die das Brät in einen Darm. Der ist geschmacksneutral. Genau, leicht drüber ziehen. Ist gar nicht so einfach. Ja, man sieht, du hast nicht so viel Übung, ne? Den Darm gibt's beim Metzger. Die Soße ist aus der Tube. Das ist im Grunde eigentlich alles, was man auch in der Sushi-Küche findet. Und ich finde einfach, Wasabi gibt dem Ganzen so eine leichte Schärfe. Für die entsprechende Frische Ananas-Chutney. Brötchen, Max, die Brötchen sind, glaube ich, fertig. Oh, können wir und schwarz. Schwarz. Oh. Sind verbrannt. Mist, immer neu machen. Zum Glück nur ein Scherz, denn genau so sollen sie sein. Schwarz dank Tintenfischtinte. Auch das Lachswürstchen ist fertig gebraten. Jetzt alles zusammenbauen und ein bisschen staunen. Aber kommt er auch bei den Leuten draußen an? Erkennen Sie den Fisch im Hotdog? Ein Würstchen und ein schwarzes Brötchen. It looks German. Lachswurst. Oder wie? Schmeckt gut. Nach Fisch. Also sieht auf jeden Fall interessant aus. Mal was Neues. This is a good idea. Really hip. Really Berlin. Könnte auch mal ein neuer Trend werden. Der schwarze Fischhotdog bekommt von den Berlinern ein Like. Und von den Profis? Kann man essen? Delicious. Delicious. Das kann auch für unsere Karte kommen. Schwarzer Fischdog, ungewöhnliche Zutaten und ungewöhnliches Aussehen. Deswegen Platz 2. Es geht aber noch seltsamer. Unsere Nummer 1. Nennt sich Potato Hotdog, also irgendwas mit Kartoffel. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut und neu. Auf jeden Fall so, was ich noch nie vorher probiert habe. Das sehe ich heute zum ersten Mal. So Pommesstückchen, glaube ich. Und mit Wurst. Perfekt. Das ist richtig geil. Sieht aus wie ein Hotdog. Und mit Pommes obendrauf. Das ist Yang Mi. Sie leitet den Imbiss und hat den Potato Hotdog in der Heimat ihrer Eltern aufgespürt. Ich war ein Jahr in Korea, um da die Sprache zu studieren und das Land so richtig kennenzulernen. Und dann war ich fürchterlich viel essen und auch immer auf der Straße. Und da habe ich auch den Potato Hotdog entdeckt. Der Snack am Stiel ist erst seit kurzem auf der Speisekarte. Was steckt da genau drin? Alles beginnt mit einer klassisch deutschen Wurst. Yang Mi spießt sie ganz einfach auf ein Essstäbchen. Die dunkleren Würste sind übrigens vegan. Der Tempura-Eierteig eignet sich gut zum Frittieren. Yang Mi gibt Chiliflocken, Ingwerpulver und Zimt dazu, für die koreanische Note. Jetzt geht's um die Wurst, also für den Teig zumindest. Da muss man immer so ein bisschen nebenbei die Wurst schieben nach oben und der Teig muss nach unten rollen. Was Yang Mi da klein hackt, sind gefrorene Fritten. Die kleben wie von selbst an dem frischen Teig.
Und jetzt kommt das Beste. Genau, die Friteuse. In Korea ist der Potato Hotdog ein Streetfood-Trend. Wie wird er in Deutschland ankommen? Man ist immer ein bisschen aufgeregt, weil man weiß nicht genau, wie das halt hier so wirkt. Ne? Aber meistens kommen die eigentlich total gut an. Ich meine, so unterschiedlich sind jetzt die Menschen vielleicht auch nicht in den verschiedenen Ländern. Über die Spezialsoße für den Potato Dog verrät uns Yang Mi nicht viel. Aber ohne Chili-Pulver und Gochujang, der koreanischen Chili-Paste aus dem Supermarkt, geht hier nichts. Zurück im Imbiss. Die Gäste stehen offensichtlich auf die neuartigen Spieße. Das ist alles, was man sonst auch isst, bloß in einer anderen Kombination. Memo? Scharf? Nein, nicht scharf. Also auch nicht zu scharf. Ein Potato Hotdog kostet 3,50 Euro und wird kurz vorm Servieren übrigens nochmal frittiert. Nicht wirklich gesund, aber ungewöhnliche Zutaten, tolle Präsentation und ein bisschen koreanische Exotik. Ganz klar unser Platz 1 unter den ungewöhnlichsten Hotdogs.